Lena nutzt an ihrem Wohnort einen DSL 16.000 Anschluss, der ihr Datenraten von bis zu 16 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Allerdings möchte sie gerne noch schneller im Internet unterwegs sein. Deshalb will sie einen VDSL-Anschluss buchen. Welche Leistung kann Lena erwarten und wie sieht es mit der Verfügbarkeit von VDSL aus? Ein VDSL-Anschluss unterscheidet sich von einem normalen DSL-Anschluss vor allem durch die Netztechnik. Statt Kupferkabel werden für VDSL wesentlich leistungsstärkere Glasfaserleitungen verwendet. Nur die sogenannte letzte Meile, die Strecke zwischen Vermittlungsstelle und Hausanschluss, wird über Kupferkabel realisiert. Mit einem VDSL-Anschluss werden so Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 bzw. 100 Megabit pro Sekunde möglich. Schon mit einem VDSL-50-Anschluss könnte Lena also dreimal so schnell im Internet surfen. Mit VDSL-100 würde sich die Geschwindigkeit sogar versechsfachen. Allerdings muss sie bedenken, dass es sich hier um den theoretischen Maximalwert handelt. In der Praxis wird Lena mit weniger Leistung Vorlieb nehmen müssen. Im Schnitt liegt die tatsächliche Geschwindigkeit eines VDSL-50-Anschlusses so bei rund 34 Megabit pro Sekunde. Das ist aber immer noch mehr als das Doppelte eines üblichen DSL-16.000-Anschlusses. In der Praxis bringt das Lena viele Vorteile. So kann sie auch große Datenmengen wie etwa Filmdateien in kürzester Zeit herunterladen. Zudem sind Dienste wie Video on Demand oder Livestreaming in bester Bildqualität möglich, selbst wenn der Anschluss gleichzeitig von einem anderen PC aus genutzt wird. Allerdings ist VDSL nicht annähernd so weitflächig verfügbar wie DSL. Da der Ausbau des dafür benötigten Glasfasernetzes sehr kostspielig ist, haben Anbieter wie die Telekom diesen bisher hauptsächlich in Städten und Ballungsgebieten betrieben. Hier finden sich insgesamt mehr Abnehmer für schnelle Internetanschlüsse. Aber auch im ländlichen Raum läuft der Ausbau, weshalb VDSL Highspeed dort ebenfalls immer öfter zur Verfügung steht. Die Verfügbarkeit von VDSL-Anschlüssen wird aber noch durch einen weiteren Punkt eingeschränkt. Sie können nämlich nur innerhalb eines bestimmten Radius rund um eine Vermittlungsstelle geschaltet werden. Da ab diesem Knotenpunkt Kupferleitungen verwendet werden, sinkt die Downloadgeschwindigkeit auf diesen Teilstücken. Es gilt die Faustregel, je mehr Vermittlungsstellen in einem Gebiet vorhanden sind, umso höher ist die VDSL-Verfügbarkeit. Lena lebt sehr zentral in einer Großstadt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie einen VDSL-Anschluss buchen kann. Um sicher sein zu können, sollte sie einen VDSL-Verfügbarkeitstest machen. Den findet Lena auf den Webseiten aller Anbieter von VDSL-Anschlüssen. Auf dslweb.de kann sie sogar gleich bei mehreren Anbietern die VDSL-Verfügbarkeit prüfen. Weitere Informationen zum Thema sind nachzulesen auf dslweb.de/vdsl.